Agentur Step One ist mehr als ein Team aus Architekten und Designern, aus Betriebswirten und Organisationsprofis. Gemeinsam sind sie vor allem eines: hungrig. Das Team möchte die bestmögliche Lösung für seine Kunden finden und seine Marke so inszenieren, dass der Auftritt nachhaltig begeistert. Da Werbung nur dann begeistert, wenn von Anfang an alles stimmt, geben die Experten von Step One von Anfang an genau das. Alles. Step One steht für ganzheitliche Unternehmenskommunikation im Raum mit dem Schwerpunktthema Wertschöpfungsprozess auf Messen und Veranstaltungen. Unser Angebot ist das ganzheitliche Verständnis auf das Thema, sodass wir unseren Kunden einen hohen Nutzen anbieten, der nicht in erster Linie darin liegt, viel Material auf Messen zu verbrauchen, sondern wirklich den Wertschöpfungsprozess für das ausstellende Unternehmen im Vordergrund zu stellen. Nein, ganz im Gegenteil. Wir sind jetzt auch gerade ganz aktuell als Sustainable Company zertifiziert worden und auf diese Auszeichnung bin ich sehr, sehr stolz, auch an das Denken an die nächste Generation. Da haben wir zwei Mechanismen, die sehr, sehr gut funktionieren, mit denen wir uns sehr stark im Moment im Markt auch wirklich platzieren. Das eine ist ein Führungsmeeting, wo wir, sag ich mal, in kleinerem Rahmen mit Führungsmitgliedern der Unternehmen am Tag eine Diskussion, ein Brainstorm durchführen, beziehungsweise auf der nächsten Ebene einen Workshop durchführen, wo wir vorher uns mit dem Markt und dem Unternehmen auseinandersetzen und beschäftigen und dann uns einen Tag mit Mitgliedern des Unternehmens aus den unterschiedlichsten Bereichen in der Horizontale betrachtet, Marketing, Vertrieb, F&E, Geschäftsleitung und eben auch aus dem Vertrieb und zusammensetzen und wirklich sagen, sind alle sich über die Unternehmensziele einig und klar und werden sie auch von allen gleichermaßen interpretiert und daraus ableitend eben die Maßnahmen und die Briefing für die weiteren Vorgehensweisen. Man muss schon sagen, die meisten sind sehr überrascht, weil sie eben, wie Sie schon sagen, sehr untypisch sind. Aber der Erfolg spricht für sich. Die Unternehmen, die in Anführungsstrichen mutig genug sind, diesen anderen Weg, den zeitgemäßen Weg mitzugehen, merken sehr, sehr schnell, dass sie viel zielgruppenorientierter kommunizieren und im gleichen Zuge auch durchaus sehr viel Geld und Ressourcen sparen. Unser Kunde ist dann der Richtige, oder wenn Sie fragen, eben, wer sollte unser Kunde werden, wo wir eben auch strategisch mit Einfluss eben, sag ich mal, Projekte inszenieren können und vorantreiben können, sodass man am Ende des Tages eben auch diesen Wertschöpfungsprozess wahrnimmt und nicht nur Geld für Beratung oder Ähnliches ausgibt, sondern wirklich sagen, die Theorie entsprechend dann hinterher auch in die Praxis umsetzen. Ja, in erster Linie ein tolles Team. Das muss ich doch durchaus voranstellen. Dieses Team steht sehr stark hinter der Philosophie des Unternehmens, diesen Veränderungsprozess eben im Bereich Messen und Veranstaltungen mit umzusetzen. Das ist nicht immer leicht, weil wir auch relativ viel Gegenwehr stoßen, unverständlicherweise. Aber das tolle Team und die tolle Aufgabe sind für mich tagtäglich eine große Motivation. Ja, es sagt es eigentlich schon aus, mehr möglich machen. Und dieses mehr möglich machen bedeutet, dass Unternehmen nicht nur eben viel, viel Geld und Ressourcen für Maßnahmen wie zum Beispiel an der Messe ausgeben sollen. Weil wenn wir über eine Messe sprechen, wird sehr häufig über einen Teil der Wahrheit gesprochen. Sprich der Messebau, ich sage mal eine Summe, durchschnittliche Größe 30.000 Euro, bedeutet es Veranstalterkosten plus Nebenkosten liegen wir schnell bei 100.000 Euro. Und da sehen wir den Ansatz, mehr möglich zu machen, indem wir sagen, wir reduzieren die Kosten und machen mehr möglich über den ganzen Thema Lead-Management-Prozess, Dialogprozess mit der Zielgruppe, mit dem entsprechenden Besucher aufmessen. Ja, unabdingbar könnte der ein oder andere für sich in Anspruch nehmen und auch das als Innovation bezeichnen. Es ist nur schon eine Selbstverständlichkeit geworden. Wenn ich mir den Markt als Unternehmen aus Unternehmensleitung betrachte und spreche von Wachstum des Unternehmens, also ich muss 10-20% Wachstum anstreben, ist ja häufig die Frage, wie stelle ich das an? Wir haben eine relativ hohe Marktabdeckung, der Markt ist satt. Also sprich, muss ich Potenziale heben und da kommt das Lead-Management sehr stark zum Tragen, indem ich Potenziale erkenne und diese Potenziale hebe. Das ist für viele Unternehmen tatsächlich noch im Bereich der Innovation zu finden, was eigentlich selbstverständlich sein sollte.
Ja, Messen sind wissenschaftlich gestützt Dialogweltmeister. Und von der Seite aus kann man sagen, dass Messen im Kontext zu den digitalen Medien einen nach wie vor oder noch wertvolleren Stellenwert einnimmt. Die analogen, die digitalen Medien sind einfach ganz, ganz wichtig, dass sie im Zusammenspiel funktionieren und nicht nur auf das eine oder das andere konzentriert. Um Ihre Frage zu beantworten, Messen haben einen dermaßen hohen Stellenwert im Moment, was, glaube ich, wirklich Vergangenheit betrachtet, also noch nie so hoch war. Auch davon bin ich überzeugt, dass es Messen auf jeden Fall geben wird. Die Formate werden sich sicherlich verändern. Die Großveranstaltungen, wie wir sie von früher kennen, ob es eine CeBIT ist oder Hannover Messe, also die Hannover Messe Industrie, sollte man vielleicht in Frage stellen und sagen, ist die Größe der Veranstaltung noch notwendig? Ich bin davon überzeugt, dass der Trend, der sich im Moment einstellt, dass die Fachmessen etwas kleiner werden, aber gleichzeitig Satellitenveranstaltungen regional stattfinden. Also wir haben insgesamt weit über 2400 Projekte insgesamt gewuppt, wie Sie so schön sagen. Das finde ich eigentlich sehr gut, weil gerade dieses Zusammenspiel der drei Unternehmen in Konzeptmessemacher und der Bonn ja den Erfolg sicherstellen. Und auch hier ist es wirklich ein sehr, sehr schönes Beispiel, dass man sagen kann, auch hier einzelne Angebote sind dann nicht der Erfolgsgarant, sondern das Lösungsangebot dieser drei Unternehmen. Und insofern sind wir auch ein sehr, sehr leistungsstarkes Team. Von der allerersten Idee über die Planung bis zur erfolgreichen Umsetzung. Auf Wunsch inklusive vollumfassende Erfolgsmessung und Auswertung. Das Ergebnis? Mehr Wertschöpfung, mehr zufriedene Gesichter und weniger Kosten für unerfolgreiche Maßnahmen.